So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Die Testaufnahme war synchron. Ich hoffe, die Aufnahme ist es auch. Wir aktualisieren einmal kurz und gucken, was passiert ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Okay, zwei Sachen sind neu. Darkest Depths von Marcy und von Rabaros 1.1. Was hat er jetzt wieder gemacht? Was ist da passiert? Ich meine, die Clear Rate spricht für sich. Das ist nicht 1.1. Ja, alleine schon die Kamera spricht für sich, dass das nicht 1.1 ist. Hier werden gleich ganz komische Dinge passieren. Okay, die Röhre funktioniert. Okay. Jo, 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 jo. Alles klar. Natürlich komme ich am Anfang wieder raus. Okay, es ist 1-1 im Trollmodus, ja? Okay. Ja. Okay, es ist 1-1 im Trollmodus. Dann spielen wir ein 1-1 Troll-Level. Auch kein Problem. Ja. Okay. Wait, stopp. Ah, ich muss ja runter, ne? Ich habe ja keinen anderen. Jo, aber wie? Ach so. Will zwar hier keiner drin, ne? Allein daran merkt man schon, dass was anders ist. Ja. Okay, verstanden. Ich war mir nicht sicher, ob ich warten soll, bis es hochfährt oder bis es unten ist. Aber ich sollte wohl laufen, wenn es unten ist. Okay. Ja, es ist kein richtiges Troll-Level. Troll-Level ist was anderes. Komm, schieß den Quatsch da raus. Hopp, 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 Abflug. Gott, und jetzt, wenn es unten ist, dann gehen wir drüber. Und hier gehen wir drüber, wenn es oben ist. Und hier... Yo! Und hier machen wir andere Dinge. Okay. Schieß das Ding. Hopp, hopp, hopp. Keine Zeit. Da oben steht Welcome. Ja, perfekt. Genau dahin sollst du. Ah. Und dann geht's irgendwie weiter. Das ist wahrscheinlich Super Mario World oder keine Ahnung. Oh, Junge. Na, super. Wenn man den irgendwie loswerden könnte, ne? Das wäre... Oh mein Gott. Das wäre nicht schlecht. Ich dachte schon, es haut nicht hin, aber es hat ihn gehauen. Oh mein Gott! Rechtzeitig weg. Okay. So, jetzt kommt hier Feuer. Da ist wahrscheinlich gleich ein, keine Ahnung, wann der P-Switch gedrückt wird. Okay, go. Okay, go runter hier.
Good luck. You are going to need it. Kommt hier gleich ein Swamp oder irgendwas? Ich meine, da ist das Ziel. Warum? Hä? 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 Wie? Was? Wofür brauche ich jetzt das Lack? Ich dachte, jetzt kommt noch was, weil good luck, you're going to need it. Und dann ist vorbei. Okay. Wie auch immer, wir spielen Darkest Depths. Auch in Ordnung. Kein Problem. Ach ja, so. Ich habe jetzt ja, wer meinen Twitter-Kanal verfolgt, wer es aushält, hat vielleicht mitbekommen, dass ich mir einen neuen Laptop gekauft habe. Oh, der macht gleich böse Dinge mit mir. Können wir nicht? Ja. Okay, tschüss. Aber ich meine, einen Laptop einrichten und so weiter, das braucht ja schon ein bisschen mehr Zeit als jetzt, ne? Ich bin absolut noch nicht dazu gekommen. Ich habe auch noch nicht die Nerven gehabt, das Ding einzuschalten. Also ich habe hier einen neuen Laptop stehen, weil mein aktueller ziemliche Faxen macht mittlerweile und ich ein bisschen Bammel habe, dass der komplett den Geist aufgibt, schnell, demnächst. Man weiß es nicht. Jedenfalls macht er ganz komische Sachen, seit ich Windows Update gemacht habe, was ich ewig nicht mehr gemacht habe. Was auch damit zusammenhängen könnte, dass ich ein paar Updates übersprungen habe und der sich jetzt überhaupt nicht mehr auskennt. I don't know. Ich hätte es jedenfalls einfach lassen sollen, wahrscheinlich. Aber irgendwann wollte man dann doch wieder ein Windows Update machen. Ja, wie auch immer, jedenfalls, vielleicht kann ich dann mit dem neuen Laptop endlich mal Ori aufnehmen. Es ist ein. An sich ist es ein Gaming-Laptop. Mit einer ziemlich guten Grafikkarte, glaube ich. Ich weiß es nicht. Irgend so ein RTX-Ding von Nvidia. Und ich meine gelesen zu haben, dass das die höchste Generation aktuell ist. Also nach GTX oder wie es heißt. Ich kenne mich aus mit diesen Begriffen, ja. Und ja, keine Ahnung. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber noch läuft alles über den alten Laptop. Weil man muss halt dann alles neue. Es ist, ne, ich muss zum Beispiel auch OBS. Ich muss ja alles neu einstellen und installieren. Ich habe vor solchen Sachen immer so einen Bammel. So vor Veränderungen und sowas. Dass ich hasse das. Aber manchmal muss es halt sein. Das ist übrigens ein schönes Unterwasserlevel. So ein bisschen labyrinthartig. Hat was. Ja, manchmal muss es halt sein, dass man doch mal was verändert und neu macht. Ne? Auch wenn man es nicht möchte. Jedenfalls steht jetzt hier seit gut einer Woche, beziehungsweise ja, liegt eher die Laptop-Schachtel rum. Die im Übrigen. Ich habe die bestellt, als ich bei meinen Eltern war. Und ich habe die bewusst. Ich habe bewusst geschaut. Es hieß, Lieferung ist an dem Tag, wo ich dann auch wieder hier in der Wohnung gewesen wäre. So. Na, dass ich die auch in Empfang nehmen kann, so einen Laptop. Weil. Ist halt nicht so gut, wenn den ich in Empfang nehmen kann. Und dann wird der plötzlich einfach 2 Tage eher geliefert. Und. Der Postbote hat ihn einfach vor die Tür gestellt. So, man hat es zwar nicht erkannt, weil es halt eine Amazon-Schachtel war. Aber da stand halt einfach bestimmt hoch.
Bestimmt. Oh nein. Oh, ich hab ge... Oh, das wäre es jetzt gewesen. Oh, das wäre ja nicht mal Absicht gewesen, dass man da stirbt. Aber das wäre bei meinem Glück. Das wäre es jetzt gewesen. Oh Gott. Ja, dann stand einfach die Schachtel vor der Tür, als ich wieder hierher gekommen bin. So, what? Jeder hätte ihn mitnehmen können und ich hätte dann gucken können. Wurde der überhaupt geliefert? Weil es käme dann erstmal am nächsten Tag kein Laptop, wo ich ihn erwartet hätte. Das war schon interessant, dass da einfach der Laptop steht. Ich meine, es hat ihn keiner weggenommen. Und an sich würde ich auch hier allen Leuten, die in der Wohnung... die in der Nähe wohnen, vertrauen entsprechend. Ne? Aber das war schon ein Ding, da zu sehen, dass da nicht... Ich hab den Faden verloren. Moment. Wir spielen kurz das Popular Minigame Remix und derweil finde ich den Faden wieder. Ich habe komplett den Faden verloren. Wir spielen einfach nur das Popular Minigame Remix. Puzzle. Puzzle. Spielen wir mal ein Puzzle. Okay, das ist kein Puzzle. Das ist ja ziemlich linear. Aber man sollte... man sollte vielleicht erst den Schlüssel holen. Vielleicht ist es doch ein Puzzle. Okay. Der ist da hinten. Aber da muss ich auch hier rein. Wait, der Anfang ist das gleiche. Ah, ich war vollkommen richtig. Es ist eben doch linear. Selbst als... Ah, ich hab den... Den sieht man nicht wegen den Dings. Da habe ich nicht gesehen, dass da das ein Off ist. Da war nur die Null. Kontroll. Was kontrollieren wir denn? Ach, ihn kontrollieren wir. Ah ja. Jetzt muss er da hochlaufen. Okay. Das war's. Okay. Schnell. Ah, das war jetzt nicht das wirklich schnell, aber es reicht vollkommen aus. Ja, chill mal. Yay. Oh, wir haben nicht allzu viel Zeit. Da oben wird unser Boden weggemacht. Wobei die einen hier unten ja gar nicht treffen können. Also eigentlich ist da gar keine Gefahr. Die können gar nicht bis nach unten kommen. Was? Au. Au. Hä? Ich kann es echt nicht lesen. A-U-O-I-D. A-U-O-I-D. Was heißt das? A-U-O-I-D. Was soll das heißen? Bin ich dumm? Das ist ein V. Avoid. Okay, ausweichen. Es ist ein V. Ach so, dieses Ausweichen. Okay. Oh mein Gott. Ach, das war schon Ausweichen. Okay. Ach so. Okay. Das ist jetzt im Prinzip Auto, also Rennen. Ja. Das ist kein Minigame, weil da muss man nichts machen.
Next. Ach so, weiterhin einfach halten. Okay. Ja, gut. Ja. Ja. Das war irgendwie wieder mehr Show, als dass man wirklich viel machen musste. Ich weiß aber nicht, was mit den beliebtesten Leveln. Das ist immer so ein bisschen. Ne? Es wirkt ganz viel so. Ist es wirklich ein super hard Level? Scheinbar. Dann gucken wir es uns mal an. Es wirkt immer so, als würden einfach nur so. Ja, Effektlevel halt da oben landen. Und nicht wirklich. Ich bin so dumm. Und nicht wirklich die halt auch Spaß beim Spielen machen. So, das gerade war halt. Es war lustig, aber nichts, wo ich jetzt sage, dass ich jemand anderem sagen würde, hey, das und das solltest du mal spielen. Oh Gott, das wird wirklich hart, das Level. Aber trotzdem wurde es hochgevotet, also das ist ja dann ganz cool. Ah, oh Gott. Es ist ein kleines, eigentlich ist es eine Art Kaizo-Tutorial, wenn man so möchte, ne? Also es ist jetzt so Kaizo-Dings. Ja, genau. Super. Sind halt so, ja, Kaizo-Techniken. Kann man das Kaizo bezeichnen? Ich weiß es nicht. Das Kaizo wird es eigentlich erst, wenn man es ganz viel hintereinander machen muss. Ja, das Warten hier ist jetzt doof. Da hätte man auch einen anderen Raum zwischen reinbauen können, wo der P-Switch auslaufen darf. Den zum Beispiel. Da wäre es völlig egal gewesen, ob der P-Switch noch läuft oder nicht. Wobei, jetzt läuft er eh wieder. Das ist ja kompletter Quatsch. Ah, die Wartezeit ist dämlich. So, ich muss den sicherlich, ja, mitnehmen und dann nochmal von dem abspringen. Ayay! Und dann geht's von da gehen. Dann geht's da mal. Okay, jetzt kommt ein längerer Abschnitt. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, schauen wir mal, wie weit wir vorankommen. Das ist jetzt tatsächlich. Also, für Mario Maker ist es Light Kai, so kann man sagen. Und jetzt muss ich wieder zu einem Swamp entlang. Und das kann ich ja gerade überhaupt nicht. Das hat ja schon in dem anderen Level nicht funktioniert, ordentlich. Oh boy. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Okay, nach dem Level machen wir Schluss. Plopp. Plopp. Hast du einen Fallschirm? Du hast keinen Fallschirm. Warum solltest du auch einen Fallschirm haben? Das wäre ja nett gewesen. Plopp. Plopp. Also dann einfach rüber. Ja, okay, dann ist es ja nur kurz. Doch immer nicht zu Ende. Ah. Okay. Ja doch, also jetzt würde ich es dann schon als. Ach, ich habe die Shell vergessen. Jetzt würde ich es dann schon als zumindest Light Kaizo bezeichnen. Okay, es kommt bestimmt am Ende noch so eine. Oh, Mist. Oh, ich verstehe, oh Gott. Es kommt bestimmt am Ende dann nochmal die Bombe, mit der man Spin-Jumpen muss. Oh je, oh je. Weil das war halt dann wirklich eine Art Tutorial bis dahin. Uff. Ich hatte gehofft, es bleibt bei so kleinen. Oh no. Ich hatte gehofft, es bleibt bei den kleinen Räumen. Das war angenehm. Jetzt ist alles zu spät. Oh, ich bin da jedes Mal zu langsam.
immer der gleiche Quatsch. Ich hab schon gedacht, ich verfehle. Entschuldigung für den Gähner. Der darf auch mal sein. Zack. Hops. Okay, und jetzt geht die nämlich rüber, genau. Und über den Mole kann ich das Ganze noch ein bisschen besser steuern. Zack, 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 zack. Ach. Aber wenn ich sowas noch nicht gewohnt bin, na, dann kann ich das immer noch nicht sofort. Eieiei, so diese Sprünge kriege ich ja mittlerweile ganz gut hin. So gewöhnliche, und den kriege ich auch hin. Aber das mit der Pflanze ist halt eine Bewegung, die bin ich, habe ich noch nicht einstudiert, die kriege ich noch nicht hin. So, ich überlege gerade, ah, ich habe die Shell schon wieder vergessen. Ich überlege gerade, was es noch spontan zu erzählen gibt, außer dem Laptop. Aber das war eigentlich schon wieder alles, was man erzählen kann, was nicht gleich in riesige private Bereiche reingeht. So. Alles andere, was mir gerade so spontan einfällt, sind Sachen, wo ich teilweise wahrscheinlich Leute spoilern würde mit irgendwelchen Inhalten. Deswegen kann ich das wieder nicht ansprechen. Da ist zum Beispiel gerade ein Spiel rausgekommen. Und wie drücke ich das jetzt aus, ohne zu spoilern? Dieses Spiel ist super gut, ja? So. Und es wird aber teilweise auf ich glaube, dieser Metacritic-Seite oder welches ist, keine Ahnung, wird es super schlecht von Usern bewertet. Und vermutlich, weil in dem Spiel ein homosexuelles Pärchen vorkommt. Und alleine, dass ich das sage, ist schon wieder traurig, ne? Alleine, dass es, dass man sowas, ne, dass etwas nur deswegen negativ bewertet wird, like, what the hell? Es ist, aber wie gesagt, ich kann nicht, wenn ich jetzt zu viel sage, welches Spiel das ist, etc., dann spoilert das ja indirekt einen Teil der Story. Auch wenn es ein sehr geringer Teil der Story ist, aber ich bin ja selber bei Spoilern enorm empfindlich. Deswegen kann ich mich halt nicht anders ausdrücken. Jedenfalls, das fand ich super scheiße, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Also Leute, die wegen sowas... Oh, ich hab's gewusst, dass diese blöde Bombe nochmal kommt. Okay, aber kriegen wir hin. Also Leute, die wegen sowas dann anfangen, irgendwas negativ zu bewerten, ne? Die haben es überhaupt nicht verdient, so ein schönes Spiel spielen zu können. Ganz ehrlich, ich hab überhaupt... Also, nee, habe ich kein Verständnis für. Das ist wie wenn Leute Dr. Who jetzt schlecht bewerten, weil der Hauptcharakter eine Frau geworden ist oder sowas. Ne? So ein Bullshit. Das war's. Ja gut, das wäre jetzt theoretisch auch wieder ein Spoiler für Leute, die Dr. Who noch nicht mal angefangen haben. Ne? Wie soll man sich ausdrücken, ohne möglicherweise zu spoilern? Es tut mir leid, falls ich jetzt irgendjemanden irgendwie gespoilert habe. Aber verrät das was zur Story eigentlich auch wieder? Nein, ich muss spinchen. Eigentlich ja auch wieder nicht. Aber solche Bewertungen zeigen dann ja, dass es notwendig ist, dass man sowas in Spiele einbaut, damit es mal den Leuten bewusst wird, dass das auch was ganz Normales ist. Und nichts, worüber man sich aufregen sollte. Weil alleine, wenn man sich darüber ja aufregt, zeigt man ja, dass das offensichtlich eine problematische Sache ist für einen. Und dann fragt man sich halt, warum? Warum? Kann dir doch egal sein. Was zur Hölle?
So, das war ein schönes Level. Aber viel mehr kann ich dazu halt nicht sagen, weil es würde wieder spoilern. Ich so, ah! I don't know. Okay. Was machen wir nächstes Mal? Jetzt hören wir uns noch einmal mit Coffin Dance an. Es ist so gut. Und ich hoffe, es ist eine gute Version, die wir hier erwischen. Und in der Zwischenzeit überlegen wir, was wir nächstes Mal machen. Ich denke, wir werden. Ich wollte ja. Ich wollte ja Dings machen. Das sieht man jetzt mal genau, wie der Ton entsteht, auch hier wieder. Aber haben wir schon mal gekämpft. Oh, es ist so gut. Okay. Weiß nicht, warum ich den Helm bekommen habe, aber ist okay. Ah ja. Ja, und was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Ach so. Stimmt, wir wollten ja mal. Also, ich wollte. Weiß nicht, ob ihr wolltet. Ich wollte mir mal allgemein alle angucken, die, ne? Im Super-Expert gelandet sind. Da hatten wir doch das erste und schon mal angeschaut. Richtig, das war das. Oh, und das hat's dann nicht gespeichert. Richtig. Moment, wir müssen ganz kurz eine Sache nachholen. Wenn wir gerade schon dabei sind. Ich weiß noch, wie das Level funktioniert. Das geht jetzt ganz fix. Hab schon wieder vergessen, dass man am Anfang springen muss. Aber ansonsten weiß ich alles noch. Watch me. First try. Ja, das, war nicht ganz first try. Second try. Das hat's ja nicht gespeichert, weil ich da ja die Verbindungsgeschichte hatte. Die ich immer noch nicht nachvollziehen kann, warum es da gerade bei mir zu Hause so. Eben nicht bei mir zu Hause, sondern bei meinen Eltern so rumgesponnen hat. Das war komisch. Oh, wir könnten natürlich auch wieder Multi machen. Multi haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Sollen wir im nächsten Part Multi erstmal machen? Nein, nein, ich möchte erstmal die hier ein bisschen mehr von den allgemein super beliebten Super-Expert angucken. Ich denke, das ist das Ziel. So. Jetzt passt die Geschichte. Jetzt haben wir's. Easy. Okay, die Zeit war doch ganz schön knapp. Scheiße. War ich jetzt zu langsam, Mann? Ach nö. Wo war ich denn jetzt wieder zu langsam? Grrr. Ach nö. Ja, aber im Ernst, wo war ich denn jetzt zu langsam?
Habe ich hier getrödelt? Kann sein. Oder hier? Kann auch sein. Aber jetzt bin ich doch, jetzt muss doch alles passen. What? Come on! Ach Mensch! Warum bist du denn so knapp? Jetzt muss es doch, aber ich habe doch jetzt kaum irgendwo angehalten. Jetzt aber. Also wenn es jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. So. Haben wir das auch endlich mal registriert, das Level? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Jetzt fängt es ja an zu regnen. Was soll das denn? Ajo. Ach, jetzt habe ich... In völliger Geistesabwesenheit habe ich jetzt natürlich meinen Toll gegeben und ich habe beim letzten Mal irgendwann gesagt, ja, dem Level gebe ich keinen Toll, weil es ist schon so weit oben und je mehr Tolls es hat, umso weiter bleibt es oben und eigentlich ist es kein erster Platz. Ja, zu spät, ich habe nicht dran gedacht. I'm sorry. Gut, nächstes Mal gucken wir uns ein paar mehr davon an. Danke fürs Zuschauen und tschüss.